Im Kino sind die Füchse los! Wir sind Ralf und Michaela. Mit unserem Hund Mila planen wir ein Leben in unserem Wohnmobil Ifu. Bis es soweit ist, könnt ihr uns begleiten. Wir zeigen euch, wie wir leben und wie wir reisen. Ich habe jetzt noch mal einen Tipp für euch. Und zwar legen wir in unserem Kühlschrank immer solche Ablagen hier. Ich zeige das mal, kann man das sehen? Das sind eigentlich so Spülbeckenablagen, um Geschirr abtropfen zu lassen. Die mache ich immer hier in den Kühlschrank rein. Man kann das sehen. Also hier einfach habe ich jetzt nichts, aber darunter und darüber. Dann rutschen die Lebensmittel nicht hin und her. Alles steht recht stabil und fest und ja, ich finde es besser. Wie macht ihr das? Vielleicht habt ihr ja noch bessere Tipps und Ideen für uns. Wir kommen damit ganz gut zurecht. Sonst gerne in die Kommentare schreiben und wir freuen uns auch immer, Tipps zu bekommen. Okay, ich putze dann jetzt mal weiter. Ich glaube, der Kühlschrank hat es auch nötig. So, 3 Stunden später, 40 Euro ärmer. Hier ist der fleißige Mann des Tages. Bist du kaputt? Ja. Ja, war anstrengend, ne? Ich habe innen gar nicht so viel geschafft, wie ich wollte, aber von außen sieht er einfach nur klasse aus. Ich freue mich jedes Mal, wenn unser Wohnmobil so schön sauber ist. Aber man muss auch sagen, gerade von hinten, wenn man Autobahn fährt, dann ist der wieder ganz schnell mit Spritzwasser voll und die Scheiben hinten nicht mehr so sauber. Aber gut, gehört halt dazu. Jetzt fahren wir nach Hause.
Ja, da sind wir wieder. Heute Morgen habe ich euch ja versprochen, dass wir uns nochmal zeigen und melden, um uns vorzustellen, um euch einfach mal ein bisschen von uns zu erzählen, wie wir so sind und was wir so vorhaben. Und wir haben vor, mit unserem Wohnmobil und unserem Hund natürlich, der darf nicht fehlen, mal eine Zeit lang durch Europa zu reisen. Wir denken mal, so circa 1,5 bis 2 Jahre dauert es noch. Aber die Vorbereitung und wie wir sonst so leben, das wollen wir euch gerne zeigen und euch mitnehmen. Wenn ihr Lust habt, dann bleibt natürlich dran, abonniert den Kanal und läutet die Glocke, damit ihr nie einen Film von uns verpasst. Aber was gibt es auf diesem Kanal zu sehen? Wir wandern gerne zusammen. Also wir fahren fast jedes Wochenende, wenn es möglich ist, fahren wir irgendwo hin. Und wandern dann und da würden wir euch dann auch mitnehmen. Schöne Routen, schöne Stellplätze. Also wir, meistens stehen wir frei, so, wenn es erlaubt ist und wenn die Möglichkeit besteht, am liebsten wirklich einsam für uns. Und dann wandern wir mit unserem Yoga-Lehrerin. Ich könnte mir vorstellen, unterwegs auch Yoga zu unterrichten. Ja. Wir leben jetzt noch am Niederrhein. Auch schöne Gegend hier. Also wenn wir hier Touren machen mit dem Fahrrad oder mal eine Bootstour, dann nehmen wir euch auch mit. Vielleicht mache ich auch mal Yoga und der eine oder andere, wenn der sich dafür interessiert. Ja, so ein bisschen von unserem Leben und die Vorbereitung. Und ja, wir haben hier auch noch ein bisschen was vor. Wir wollen zum Beispiel eine Waschmaschine einbauen. Wir brauchen neue Batterien. Wir wollen auf Lithium, wie heißen die? Lithium-Eisenphosphat. Genau. Ja, wir haben jetzt AGM-Gel-Batterien verbaut. Die haben zwar eine große Kapazität, aber wenn wir jetzt den Wechselrichter in Betrieb nehmen, dann reicht die Kapazität nicht mehr aus, um jetzt hier zum Beispiel bei schlechterem Wetter auch mal ein paar Mal hintereinander mal einen Kaffee zu kochen oder einfach mal höhere Ströme zu verbrauchen. Deshalb wollen wir da uns jetzt eine neue Batterie anschaffen. Also das kommt jetzt in Kürze schon, dauert nicht mehr so lange und dann kann ich euch gerne zeigen, wie ich das vorhabe einzubauen oder wie ich es dann auch letztendlich einbauen werde. Ja, solche Dinge wird man wahrscheinlich hier sehen können. Ich habe immer irgendwie im Wohnmobil irgendwas zu tun. Jeder, der ein Wohnmobil hat, weiß ja, dass dann irgendwann mal wieder was nicht funktioniert oder irgendwas nicht so ist, wie es sein soll oder besser sein kann und solche Dinge. Die lassen mich dann halt nicht ruhig schlafen. Also wenn irgendwas nicht funktioniert oder so, dann bin ich eigentlich immer bestrebt, das schnellstmöglich wieder in Ordnung zu bringen. Genau. Wir haben jetzt letztens erst einen zusätzlichen kleinen Wassertank eingebaut von 45 Liter reines Trinkwasser, weil wir ungern aus diese, ja, wie viel Liter Frischwasser haben wir sonst? 300 oder? Wir haben 360 Liter Frischwassertanks. Ja. Also besteht aus 2 Tanks. Die sind im Unterboden verbaut. Man kann auch zur Reinigung an den Tanks dran, ist dann aber relativ aufwendig. Und so haben wir beschlossen, einfach unseren kleineren Tank, der Platz war im Unterboden noch vorhanden, einen kleineren Tank zu verbauen, so dass wir einen separaten Wasserhahn nur für Trinkwasser haben. Den Tank, den kann man dann schnell ausbauen, gründlich reinigen und schnell wieder einbauen. Das ist dann einfacher mit dem Reinigen. Genau. Und das fanden wir eigentlich besser von der Hygiene her und ja, leichter zu handeln. Genau. Hat natürlich den Nachteil, dass man einen zweiten Wasserhahn verbaut hat. Okay, stört uns jetzt nicht weiter. Funktioniert auch soweit ganz gut. Irgendwann soll dann nochmal ein Trinkwasserfilter eingebaut werden. Ja, das sind dann so Sachen. Die kann man hier sehen. Genau, das haben wir so vor. Und ja, wir wissen selber, wir gucken schon jahrelang YouTube-Videos zum Thema Wohnmobilreisen und haben uns auch immer viele Ideen geholt und wissen einfach, wie gut das tut und ja, haben jetzt so die Motivation, euch halt auch diese Dinge zu zeigen und zu ermutigen, sowas zu machen, so ein Leben zu führen oder was wir meinen, was wichtig ist, wo man drauf hinarbeiten sollte oder ne, je nach, ist ja auch immer, was man selber für Ziele hat. Diesen Sommer übrigens haben wir geplant, nach Schweden zu fahren. 4 Wochen lang am Stück und da nehmen wir euch natürlich auch mit. Genau. Ja, wir haben extra 4 Wochen dieses Jahr gemacht, weil wir immer langsam unterwegs sind. Also wir haben ein Wohnmobil mit 6,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht und wir sind nur langsam unterwegs mit 80 km/h.
Und wir mögen auch nicht stundenlang im Auto zu fahren, so weiß ich, 6-7 Stunden am Stück. Da sind wir nicht die Typen für. Wir machen immer nur so kleine Etappen, suchen uns dann irgendwo einen Platz, wo wir übernachten können und gehen das Ganze dann in Ruhe an. Deshalb 4 Wochen nach Schweden. Ja, wir sind schon sehr gespannt. Also ich freue mich da schon sehr drauf. Ich auch. Und ja, schauen wir mal. Wir nehmen euch natürlich mit. Wenn ihr dabei sein wollt, liegt's an euch. Abonniert den Kanal und dann seid ihr immer auf dem Laufenden. Ja. Und wenn ihr irgendwas von uns wissen wollt, dann schreibt in den Kommentaren oder schreibt uns so an. Ja, wir wollen alles authentisch und wahrheitsgemäß beantworten und ja, scheut euch nicht, mit uns in Kontakt zu treten. Genau, und wenn ihr irgendwie einen Tipp für uns habt, wenn ihr irgendwie meint, da gibt es eine bessere Lösung oder irgendwelche Ideen, einfach immer her damit. Ich freue mich über alles, was da so kommt. Genau, ja, das wohl wahr. Ich auch. Ja, wir können ja alle nur voneinander lernen und so sollte es, glaube ich, auch sein. Ne? Also jeder geht natürlich seinen eigenen Weg und mit seinen eigenen Lebenserfahrungen und Erfahrungen, die er dann machen möchte, soll auch jeder, aber wenn gute Tipps dabei rumkommen für den einen oder anderen, dann freuen wir uns, irgendwas weitergeben zu können oder auch irgendwas zu empfangen einfach. Davon lebt, glaube ich, das ganze Geschäft oder YouTube oder keine Ahnung. Genau. Ja, wir auch mit was Videos machen angeht, sind wir komplette Neulinge. Wir haben noch nie vorher ein Video gemacht, also seht uns nach, wenn alles noch nicht ganz so perfekt ist am Anfang, aber ich denke, das wird im Laufe der Zeit immer besser werden. Genau. Irgendwann, wichtig ist ja auch, was da drin zu sehen ist. Genau, irgendwann fängt man einfach an. Ne? Irgendwann muss man einfach anfangen, über seinen Schatten springen und wir sind alle keine Schauspieler, wir sind so, wie wir sind und das ist uns auch wichtig, das so rüberzubringen. Und, ja gut, wenn ich Schauspieler sehe, dann gehe ich ins Kino, oder? Ja, genau. Hier gibt es die wahren Leute. Und da kann dann auch schon mal irgendwas nicht so toll aussehen. Oder keine Ahnung. Ja. Gut, ich würde sagen, wir beenden dann unser erstes Video und sind natürlich total neugierig und gespannt auf Resonanzen und auf Tipps und ja, vielleicht mal ein Feedback geben, wie ihr uns so findet oder wie ihr das so findet, was wir so vorhaben und jetzt gerade so machen wollen und damit wir selber auch wissen, wo unsere Reise hingeht. Und wir versuchen so viel wie möglich, so oft wie möglich ein Video online zu stellen. Also abonniert uns, dann verpasst ihr das nicht, wenn ihr die Glocke aktiviert. Wenn Ralf ist ja noch voll berufstätig und es soll auf kurz oder lang sein, dass es so mein Hobby ist mit den Filmen und dem Schneiden und ich muss das jetzt aber auch alles erst lernen, würde mir vorstellen oder könnte mir vorstellen, einmal in der Woche einen Vlog rauszubringen, kann es aber noch nicht hundertprozentig sagen, weil ich muss erst mal gucken, wie zeitaufwendig ist das. Man hört ja immer wieder in den anderen Vlogs, wie zeitaufwendig das alles ist und ich muss es lernen und ich gucke mir YouTube-Videos an, wie es funktioniert. Und ja, wenn es klappt, einmal die Woche. Wenn nicht, dann halt vielleicht alle 14 Tage. Muss ja auch irgendwas zu erzählen geben. Wir müssen ja auch irgendwie was zeigen, sonst wird es ja auch langweilig. Okay, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss! Ciao.